Sehr sicher? Ich glaube... Ja, ich glaube, wir sind hier sicher. Oh, hallo. Es gibt eine Wendung spiritueller Natur, nicht? Sie sind einer weniger. Und was ist mit Conrad? Er oder er sie wären besser weniger sorglos. Herausgefunden, was los ist, wie man's aufhält, wie man das Leben ihrer glücklosen Passagiere rettet? Sicher, hoffe ich. Obwohl die vorigen Schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind. Gab eine Menge Tote damals. Lassen Sie mich helfen mit einem Hinweis. Nun dann, wie sag ich das nur? Womöglich sind hier Kräfte am Werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen Hintergrund, nicht übernatürlich. Vielleicht begreifen Sie langsam so einiges, dass alles und jeder vielleicht dem Anschein nicht ganz standhält. Ich hoffe, das hilft. Und wollen Sie nicht gern herausfinden, was Ihre glücklosen Seelen von all dem halten und wie Sie vielleicht weitere unnötige Tragödien verhindern? Na los, weitermachen. Bis bald. Das Schiff ist verflucht. Nur so lässt sich die ganze kranke Scheiße erklären, die da unten abgeht. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Halt, wo ist Conrad? Habt ihr ihn gesehen? Wir wurden getrennt. Ich sah ihn. Ich meine Fliss und ich, wir beide, stimmt? Ja, nur für eine Sekunde. Ich wollte hinterher und er war weg. Wohin? Warum? Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, du verschweigst irgendwas, Fliss. Hey, was genau willst du von mir hören? Ich hab nichts gesehen. Ist das auch wahr? Das hoffe ich nämlich für dich. Okay, wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen Bruder finden. Julia. Er liegt vielleicht im Sterben. Wir müssen. Ja, stimmt. Nur nicht jetzt. Was ist nur auf dem verdammten Kahn los? Ich hab echt das Gefühl, dass da irgendwas, was Böses, etwas wirklich Böses am Werk ist. Gehen wir das Ganze doch ruhig und vernünftig an, okay? Was ich dort gesehen habe, da waren diese alten Soldaten. Sie lagen überall, sie waren tot, doch dann standen sie auf. Das klingt gerade gar nicht mal so verrückt. Alex war nicht der Einzige, Alex. Wovon redest du da? Da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht, mit Alex' Gesicht. Es war so furchtbar. Julia, ich würde doch nie... Das weißt du doch. Ja, ich weiß, aber... Das kann doch alles nicht wahr sein. Eins davon vielleicht. Aber doch nicht der ganze Scheiß. Das kann kein Zufall sein. Hier muss doch irgendwas vor sich gehen. Was wissen wir denn jetzt sicher? Was ist real? Bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff? Das wollte ich auch gerade sagen. Wir sind nicht die Ersten, die hier komisches Zeug sehen. Es scheint, dass auch die Wachen panische Angst vor etwas hatten, das sie im Frachtraum sahen. Was ist mit der Besatzung passiert? Wo sind sie alle? Das hier ist mehr ein Mausoleum als ein Schiff. Woher stammen die ganzen Leichen? Die sehen aus, als wären sie vor Angst gestorben. Das ganze Schiff ist seltsam. Dreckig, stinkend, seltsam. Und ich hasse es. Dieser Ort ruft einfach total schlechte Gefühle hervor. Was denkt ihr, ist wirklich mit dem Kahn hier passiert?
Kein Plan, Mann. Die Zeitung war von 1947. Wir wissen mehr als vorher. Wenigstens etwas. Die Zeit wird knapp. Wir müssen uns jetzt entscheiden. Wir müssen hier weg. Ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg. Wir brauchen sie. Moment. Hier muss doch ein Funkgerät sein. Das könnten wir benutzen. Ja klar, sofern es noch funktioniert. Mal sehen, wie wir darauf kommen. Wir müssen von diesem Schiff weg. Kein Witz. Ich glaube, wir sind komplett am Arsch. Hört sich verrückt an, aber haben die das Flugzeug abgeschossen, zu dem wir getaucht sind? Wären nützlich ohne die ganzen Lecks. Geht's darauf? Leider nein, aber ich halte meine Augen offen. Verdammt! Hey, wie wär's mit etwas Hilfe? Ich glaub, da geht's nach oben. Hilf mir hoch. Ich zieh dich hoch. Hier habe ich vorhin Conrad verfolgt. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Thank you.
Im Logbuch steht was von einem Sturm. Habt ihr das Funkgerät? Nein, aber es muss ein Funkgerät auf dem Schiff geben. Da muss eins sein. Ich bin nicht sicher, wie unsere Überlebenschancen zurzeit stehen. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Guck mal. Nicht zu fassen. Das Ding funktioniert echt noch. Oh, Funktechnik hat sich in 70 Jahren kaum verändert. Solange Saft da ist. Ich probier's mal. Erwartet uns der fünfte Tag. Ah, es geht doch. Militärkanal. Fragen wir nach Hilfe. Hey, hey, hört das jemand da draußen? Hallo? Empfangen. Oh, Scheiße, da ist wer. Falls uns jemand hört, wir sind auf einem alten Frachter. Unsere Koordinaten sind ungefähr 12 Grad 30 Minuten Süd, 151 Grad 20 Minuten West. Bitte, kommen Sie schnell! Wir sind in Not! Wiederholen! Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Orang Medan. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte, kommen! Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hierbleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich schaff das. Ich sollte runtergehen. Hey, kleiner Bro. Was gibt's? Ich glaube, ich sollte dich befördern. Wie klingt Medium, Bro? Was soll denn? Wovon redest du? Du hast dich bewiesen. Und das voll in der Schusslinie. Der Vergleich hinkt mächtig. Nicht, wenn die Metapher der Knaller ist. Bin beeindruckt. Ehrlich. Und was meinst du? Ich mach das. Ich verliere dich nicht an dieses Dreckschiff. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein. Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema durch. Okay. Du und ich, Julia.